Diese Tiere gibt es wirklich und sie sind größer, als du dachtest. Es gibt zweifellos einige riesige Tiere, aber außer den bekannten Elefanten oder Blauwalen gibt es einige, die dich vielleicht überraschen. Von Salamandern, die einen umarmen können, bis zu Adlern, die ein kleines Kind hochheben können. Diese riesigen Tiere gibt es wirklich. Nummer 13. Riesenkrabbenspinnen. Riesenkrabbenspinnen haben die größte Beinspannweite aller Spinnen weltweit. Sie sind nicht nur groß, sondern auch unglaublich schnell. Sie leben meist in wärmeren Klimazonen und zeigen erstaunliche Jagdfähigkeiten. Anstatt ihr Essen, wie die meisten Spinnen, in einem Netz zu fangen, nutzen Riesenkrabbenspinnen ihre langen Beine und ihre Kraft, um Beute zu machen. Sie sind durchschnittlich etwa 2,5 cm lang und ihre Beinspannweite beträgt bis zu 12,7 cm. Diese Spinnen gibt es wirklich und sie sind größer, als du denkst. Nummer 12. Ein Wombat. Der älteste und größte Wombat, der je gelebt hat, war in Australien berühmt. Patrick war beliebt bei den Gästen des Ballarat Wildlife Parks in Victoria. Das übergroße Fellknäuel wurde 31 Jahre alt und wog 40 Kilogramm. Er wurde als Waisenbaby gefunden und in den Zoo gebracht. Seine Besitzer zogen ihn von Hand auf und er wuchs zum weltweit größten Wombat heran. Zunächst hofften die Mitarbeiter des Parks, ihn wieder in die Wildnis entlassen zu können, aber die Freilassungen zeigten, dass Patrick sich nicht gegen andere Wombats verteidigen konnte. So führte er in Ballarat ein prominentes Leben mit regelmäßigen Fernsehauftritten und einer eigenen Facebook-Seite. Patrick starb 2017 aufgrund einer Krankheit. Nummer 11. Ein Mondfisch. Von mikroskopisch kleinen Anfängen bis zu sanften Meeresriesen. Mondfische gibt es wirklich und sie sind größer, als du dachtest. Dieses Jahr wurde in Portugal der größte jemals beobachtete Mondfisch entdeckt. Leider war er tot, als Forscher ihn nahe der Insel Faial im Azorenarchipel entdeckten. Der Fisch wog etwa 2700 Kilogramm, so viel wie ein SUV. Er wurde mit einem Gabelstapler transportiert und mit einer an einem Kran hängenden Spezialwaage gewogen. Eine gewaltige Ladung. Nummer 10. Ein Elch. Elche gehören zwar zu den Hirschen, aber dieses überlebensgroße Tier ist weit entfernt von Bambi. Ein Elch in Alaska kann bis zu 1,80 Meter groß werden und über 600 Kilogramm wiegen. Der größte Elch, der in Alaska gefunden wurde, war 2,30 Meter groß und wog 816 Kilo. Trotz ihrer Größe sind Elche unglaubliche Schwimmer. Sie können mehrere Kilometer schwimmen und 50 Sekunden lang tauchen. Nummer 9. Salamander. Salamander sind normalerweise niedliche Wesen, die im Urlaub an der Decke deines Hotelzimmers herumhängen. Aber diese Spezies wirst du nicht an einer Decke sehen. Der chinesische Riesensalamander ist gigantisch und er ist echt. Sieh nur, er ist viel größer, als du dachtest, oder? Riesensalamander können bis zu 1,80 Meter lang werden und so alt wie deine Großeltern. Diese Amphibien leben unter Wasser, haben aber keine Kiemen. Sie atmen durch die Haut. Leider sind sie vom Aussterben bedroht, weil sie für den Verzehr gefangen werden. Nummer 8. Flughunde. Dies ist ein Vogel. Nein, ein Flugzeug. Nein, es ist eine Fledermaus. Genauer gesagt, ein Flughund. Diese Säugetiere sind keine Fabelwesen, sondern leben tatsächlich auf tropischen Inseln wie Madagaskar, Australien und Indonesien. Ihre Größe ist verblüffend. Diese fliegenden Wunder gehören zu den größten Fledermäusen. Einige erreichen eine Flügelspannweite von 1,50 Meter und eine Kopf- und Körperlänge von etwa 40 cm. Obwohl sie vampirähnlich aussehen, ernähren sie sich von Blumen, Nektar und Früchten. Oh, die sind appetitlicher als Blut. Nummer 7. Große Achatschnecken. Der Name verrät schon, dass große Achatschnecken groß sind, aber wie groß? Einige können bis zu 20 cm lang und 13 cm breit werden. Es sind Schnecken in Übergröße.
Diese wirbellosen Tiere sind langsam, aber ihre Größe macht das Wett. Aber Achtung, diese freundlich behäbigen Wesen sind eine der schädlichsten invasiven Arten weltweit. Sie tragen nämlich einen Parasiten in sich, der bei Menschen Hirnhautentzündung hervorruft, und sie fressen über 500 Pflanzenarten sowie Baumrinde. Derzeit fressen sie sich durch Florida. Wenn du einen triffst, bleib keinesfalls stehen und sag Hallo. Nummer 6. Schildkröten. Schildkröten sind niedlich, wenn sie schlüpfen, aber manche können zu Riesentieren heranwachsen. Die Größe von Riesenschildkröten haut einen um. Zum Beispiel die Lederschildkröten. Sie können bis zu 2,10 Meter lang und über 900 Kilogramm schwer werden. Die evolutionären Wurzeln dieser langsamen Wesen reichen über 100 Millionen Jahre zurück. Die kleinwagengroßen Tiere streifen immer noch auf der Erde umher, es gibt sie aber schon sehr lange. Nummer 5. Manta-Rochen. Die Riffmantas mit einer Spannweite von etwa 3,40 Meter sind schon beeindruckend, aber die Riesenmantas ähneln riesigen fliegenden Unterwasserteppichen. Der größte bekannte Manta wurde 1920 entdeckt und hatte eine Flossenspannweite von 9,10 Metern. Er kam ins Guinness-Buch der Rekorde. Mantas sind Filtrierer und fressen große Mengen Zooplankton. Der schwerste Manta-Rochen war ein Weibchen, das 1933 entdeckt wurde. Es wog rund 2300 Kilo. Diese riesigen Fische gibt es wirklich und sie sind größer als du dachtest. Nummer 4. Hunde. Auch des Menschen besten Freund gibt es in Übergröße. Vor allem amerikanische deutsche Doggen sind größer als du denkst. Der größte Hund der Welt, Zeus, war aufrecht 2,10 Meter groß und wog 90 Kilo. Leider verstarb Zeus mit 6 Jahren. So groß diese Hunde auch sind, ihre Lebenserwartung ist gering. Die meisten werden nicht älter als 8 bis 10 Jahre. Nummer 3. Riesenhornissen. Hornissen sind die größten staatenbildenden Wespen, aber die asiatischen Riesenhornissen halten den Rekord. Es gibt sie wirklich und sie sind größer als du dachtest und sie richten weltweit Verwüstungen an. Mit einer Länge von 38 bis 51 mm und einem 6 mm langen Stachel kann diese invasive Art ein ganzes Honigbienenvolk innerhalb weniger Stunden vollständig zerstören. Mit ihren starken Kiefern enthaupten sie die Honigbienen. US-Entomologen versuchen, so viele wie möglich einzufangen, bevor sie die Honigbienen endgültig ausrotten. Der Vorteil ihrer Größe ist, dass man sie leicht mit Funksendern ausstatten kann. Die Wissenschaftler hoffen, dadurch alle Nester dieser mörderischen Insekten schnell zu finden. Nummer 2. Kaninchen. Kaninchen sind gute Haustiere für Kinder, weil sie klein und pflegeleicht sind. Es sei denn, man hält sich ein Riesenkaninchen. Sein Durchschnittsgewicht liegt zwischen 7 und 9 Kilo. Diese niedlichen Pelztiere sind größer, als man erwarten würde. Darius, der größte Hase der Welt, der 22,7 Kilo wog und über einen Meter groß war, wird vermisst, seit er 2021 aus seinem Haus in England gestohlen wurde. Wenn du jemanden siehst, der mit einem Kaninchen von der Größe eines 8-jährigen Kindes herumläuft, ruf die Polizei. Nummer 1. Adler. Adler stehen für Macht und Stärke. Sie sind auf Geld und Flaggen abgebildet, aber diese majestätischen Vögel sind größer, als man denkt. Der größte Adler aller Zeiten stammt von den Philippinen und verspeist Affen zum Mittagessen, buchstäblich. Der Philippinenadler ist durchschnittlich 1 Meter groß und wiegt bis zu 8 Kilogramm. Adlerkrallen sind wirklich beeindruckend, vor allem die der Harpyie, die bis zu 12 cm lang werden. Manche sind sogar größer als Bärenkrallen. Angeblich können sie mit diesen Killerkrallen Beute von bis zu 15 Kilo tragen. Damit könnten sie sogar ein kleines Kind erbeuten. Du kannst das Maßband weglegen, unsere Berechnungen stimmen. Das Tierreich ist eine gigantische Welt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.